Ah ne, ich wollte sagen, ob wir da nicht schon mal waren. Ich meine aber ja. Ich gehe erstmal den Weg. Okay, hier ist schon mal nichts. Ach, das sind nur die Toiletten, glaube ich. Gut, dann spare ich auch mal ein bisschen mit der Munition. War ich hier nicht schon mal? Nee, das war garantiert nicht der Anfang. Das Loch hier gibt mir zu bedenken. Doch, wir waren hier schon. Das ist der Anfang. I remember me. So ungefähr. Und zwar dort, wo wir lang gehen, da ist ja eigentlich unser Shuttle. Aber der ist ja zerstört. Sicherheitsspeicher noch. Jo. So. Boah, das war noch Zeiten, hey. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Alter. Nachladen. Quarantäne aufgehoben. Sehr schön. Kommen diese Schweinebrisse jetzt auch noch von überall her? So. Mach's einmal, mach's richtig. Schön zerstückeln. Na, kann ich nicht doch. So, jetzt. Sein Arm in Einzelteile, wollte ich schon sagen. Medipack Middle habe ich bekommen. Wieder was für einen Shop zum Verkaufen. Alter. So, jetzt. Genau. Ich gehe erstmal hier lang. Ausgezeichnet. Ich werde jetzt das Shuttle andocken. Ganz vorsichtig, sachte. Ich bringe das Shuttle jetzt runter. Die automatische Verladesteuerung reagiert nicht. Sie müssen die Schwerkraft im Hangar deaktivieren und den Marker manuell unter das Shuttle bringen. Aha. Aber ich... Ach, jetzt. Ich wollte gerade schon sagen, da stimmt doch was nicht. So. Gut, wie war das jetzt nochmal? Schwerkraft verringern? Oh, Halleluja. Die Ishimura, genau das sind wir ja reingekracht. Kann ich das auch wieder abstellen? Ja, Tatsache. Dann wollen wir mal. Ups. Was für ein Sprung.
Okay, hier hat es Explosivfässer. Ah, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Super. Ja, da kommt dann die Gegner bestimmt rausgedonnert. Ja doch, hier müssen die dann rausgedonnert bekommen. Kommen. Sobald ich die Dinge aktiviere. Alter, ernsthaft. Scheiße. Uah. Okay, ich geb's dazu. Mein Fehler. Hätte nicht unüberlegt reagieren sollen. Gebe ich ja offen und ehrlich zu. Naja. Soll auch mal in den besten Familien vorkommen. Und ich denke mir noch nichts dabei. Ich denke erst, wenn ich die Dinger hier... Na, weg mit dir. So, die Welt steht Kopf, mehr oder weniger. Jetzt steht sie wieder richtig. Ich muss schauen. Boah, da hat's noch Boxen. Dann mal los. Sehr schön. So, so. Fliegen hier nicht noch sonst Teile rum? Für mich. Munition. Aha. Und das da oben. Ich ja fast Chinese-Modul erhöhen. ECGSU. Aha. Naja, Spaß beiseite, erstmal wieder. So, jetzt muss ich gucken. Nicht, dass hier sonst noch irgendwas rumliegt. Oder rumfliegt. Naja, Pech für einen Apfel, würde ich jetzt einfach mal sagen. Da haben wir den Marker. Ich frage ist, warum will der nicht? Ah, jetzt. Schon wieder dieser Sing-Sang. Kommt das vom Marker? Nee, weiter will's auch nicht. Aber soweit reicht's ja auch erstmal. Okay, ich muss da hin. Ah, wahrscheinlich muss ich das Ding hier erstmal. Okay. Ah, ich muss die Sachen hier für den Marker ausrichten. Weil das so eine komische Blockade ist. Deswegen. So.
Wie Schiene offline. Das ist ein Scherz. Aha. Okay. Ja, komm. So. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ja, ich habe mich nicht verhört da hinten. Der geborene Scharfschütze, Baby. So nicht anders. Was? Wo? Ihr schon wieder? Dass die auch nie Ruhe geben können, ne? Aber gut, die wollen ja nur den Marker beschützen, glaube ich. Vermute ich. So, muss ich das Ding jetzt hier... Oder muss ich das dort hinten hin? Sag einfach mal, der Marker muss dahin. Okay, in Position. Wir haben immer noch Probleme mit dieser verdammten Verladesteuerung. Isaac, stellen Sie die Schwerkraft wieder her. Ich sollte dann den Marker verlassen können. Alles klar, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ach, da. Hier auf die Platte. Und dann hier. Ende der Schwerelosigkeit. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Eigentlich will ich von hier entkommen. Huch, da oben geht's ja weiter. Bitte warten. Kann ich nicht hier... Ich kann hier nicht speichern. Wir müssen es jetzt tun. Was zum... Warte, Amelia. Wo gehst du hin? Warte. Wer war das? Wer hat auf den hier geschossen? Sorry, Kumpel, aber falls es sich ausbreitet. Alter, hier geblieben. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach EG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen.
Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht.